Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Arthur Art. Heute mit einem Wunsch-Tutorial. Vielen Dank nochmal an meinen Abonnenten, der dieses Thema vorgeschlagen hat. Es geht heute um das entfesselte Blitzen. Diese Situation hier kennt ihr alle. Ihr seid mit eurer Kamera unterwegs. Ich habe eine Kamera und einen Aufsteckblitz fest montiert. Ich löse aus, die Kamera bzw. der Blitz blitzt und ich habe ein mehr oder minder richtig belichtetes Bild. Was ich aber nicht habe, ist ein modelliertes Bild. Mein Blitz kommt immer gerade aus der Kamerarichtung und nicht umsonst spricht man in solchen Situationen oft von totgeblitzt. So, aber ein Blitz kann natürlich viel mehr. Ich kann mit Licht arbeiten, ich kann mit Licht gestalten und ich kann langweilige Bilder zu spannenderen Bildern machen, indem ich einfach meinen Blitz von der Kamera löse, entfesselt blitze. So. Die einfachste Form, entfesselt zu blitzen, ist es, keinen solchen Aufsteckblitz zu verwenden, sondern einen solchen Stabblitz. Dieser Blitz hier wird so an der Seite der Kamera montiert und somit ist er nicht mehr direkt in der optischen Achse. Ich habe eine leichte Form von entfesselten Blitzen allein durch die Wahl eines anderen Blitzgerätes. Nun sind diese Blitze erstens ziemlich teuer und zweitens auch ziemlich schwer. Das heißt, es wird nicht unbedingt jedermanns Sache sein. So, viel einfacher kommen wir zurecht, wenn wir entfesseln blitzen wollen, indem wir ein solches Synchronkabel benutzen. Da kommt die eine Seite auf die Kamera, hier an den Blitzanschluss, die andere Seite kommt an den Fuß des Blitzes. Gucken wir rum. Na, der will jetzt nicht. Muss aber. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, meinen Blitz schon mal relativ frei zu bewegen. Relativ deswegen, weil wir natürlich durch das Kabel und die Länge des Kabels doch eingeschränkt sind. So, aber damit ihr seht, dass es funktioniert. So, ich hoffe, keiner blind geworden. Die Sache funktioniert. Ja, Vorteil an dieser Kabellösung ist es, ich kann die Steuerung des Blitzes, den die Kamera im TTL-Modus macht oder im ETTL-Modus macht, einfach mit dem Kabel übertragen und kann somit, auch wenn ich den Blitz irgendwo anders positioniere, die TTL-Möglichkeiten nutzen. Aber, wie gesagt, das Kabel schränkt mich doch ein. So, ich habe eine andere Möglichkeit. Mehr. Und zwar Funkauslöser. So, ich habe diesen Funkauslöser hier von der Firma Pottix. Pottix Atlas heißt der. Und ihr braucht zwei Stück davon. Den einen, den verwendet ihr als Empfänger und den anderen als Sender. Die sind baugleich. So, auf den Kameraschuh. Und den anderen habe ich hier schon mal auf ein Stativ gesetzt. Den Blitz da drauf. Und dann kann ich meinen Blitz relativ frei im Raum bewegen. 25 Meter habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert in geschlossenen Räumen. 25 Meter über die Funkstrecke. Im Freien sollte es genauso funktionieren. Es ist Funk und kein Infrarot. Deswegen sollte das auch funktionieren. Funktioniert sogar durch Wände. So, wenn ich jetzt auslöse, dann seht ihr, hat es auch hier geblitzt. Kein Kabel mehr dazwischen. Ich kann mich relativ frei im Raum bewegen. Richtig spannend wird das Thema aber, wenn ich nicht einen Blitz, sondern mehrere Blitze, zwei, drei, ganz viele benutze. Und damit ich nicht immer diese Funkauslöser kaufen muss, kann ich auch sogenannte Servozellen benutzen. Hier habe ich so eine Servozelle. Ihr seht, das ist so ein kleiner Würfel mit einer lichtempfindlichen, keine Ahnung, mit einer Fotozelle. Ja? Und diese Fotozelle registriert, wenn es irgendwo blitzt, und löst automatisch mit aus. Also, die kann ich irgendwo im Raum positionieren. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal meinen Stabblitz, schließe mein Servo daran an. Und ihr seht, keinerlei Kabel zur Kamera hin.
Ich löse aus und es sollte sowohl dieser Blitz als auch dieser Blitz zünden. Dieser Blitz über die Funkstrecke, der hier merkt durch die Fotozelle, dass es irgendwo hell wird und löst mit aus. So, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Ich mache es nochmal. Alle Blitze haben ausgelöst. Und somit habe ich natürlich die Möglichkeit, mein Licht zu modellieren. Und was das heißt, das zeige ich euch jetzt. Ja, hier kann man ganz schön sehen, eine totgeblitzte Aufnahme. Wir haben frontal von vorne geblitzt, ganz normal den Aufsteckblitz benutzt. In der zweiten Variante haben wir den Blitz entfesselt. Von der Kamera aus gesehen, links ist der Blitz und wir sehen einen schönen Hell-Dunkel-Verlauf. Hier haben wir es mit einer sogenannten Zangenbeleuchtung zu tun. Auch hier der linke Blitz etwas weniger stark. Und zu guter Letzt sehen wir hier eine ganz interessante Beleuchtung. Von hinten ein Effektlicht auf die Haare und von vorne ein Aufhelllicht. So, kommen wir noch einmal zum Überblick. Hier seht ihr jetzt alle vier Bilder nochmal im Vergleich und ich denke, man kann schon sagen, es lohnt sich, den Blitz von der Kamera abzukoppeln.